von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! An ambitionierten Begriffen zur Beschreibung von neuen Technologien mangelte es ja noch nie. Gerade in Regierungsberichten, Papieren von Kommissionen und Verbänden und nicht zuletzt in Gesetzesmaterialien. Das Betonen der großen Digitalisierungschancen darf nirgendwo fehlen. Und diese Chancen sollen von uns auch gar nicht bestritten werden. Aber meine Damen und Herren, um die Chancen der Technik zu nutzen, muss man die Technik zunächst auch beherrschen. Long-Term Evolution, LTE, ist so ein weiterer wohlklingender Name. Aber der LTE-Netzausbau in Deutschland ist für unsere Bundesregierung wahrlich kein Ruhmesblatt. Dabei ist es eigentlich sehr verwunderlich, dass unsere LTE-Netze international so stark abgehängt sind. Hat sich doch Deutschland eigentlich bereits sehr früh mit dem Ausbau von 4G beschäftigt. Aber schon im Jahre 2015, also 5 Jahre nach der Einführung von LTE hier in Deutschland, zeigten bereits die ersten Studien, dass andere Länder, die später mit dem Ausbau von LTE begonnen hatten, uns in Sachen Netzabdeckung und Verbindungsgeschwindigkeit längst übertroffen haben. Sogar Länder wie Uruguay, Kasachstan, Bolivien oder Georgien sind LTE-mäßig besser aufgestellt als Deutschland. Und das ist skandalös, meine Damen und Herren, wie sich unsere Bundesregierung schuldig macht an der technologischen Abwicklung Deutschlands. Einst hat unser Land auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet bei den Nobelpreisen abgeräumt. Und heute werden wir von technologischen Schwellen- und Entwicklungsländern regelmäßig auf die Plätze verwiesen. Das ist eine beschämende Katastrophe. Immerhin darf sich die Bundesregierung beruhigt auf die eigenen Schultern klopfen, denn Staaten wie Sri Lanka, Guatemala oder auch Kambodscha rangieren in puncto LTE-Geschwindigkeit und Netzabdeckung hinter Deutschland. Ja, da können wir alle froh sein, denn wer kennt in diesen Staaten keine führenden Industrienationen beim morgendlichen Blick ins Handelsblatt? Ja, und leider hat sich auch in der Zwischenzeit nichts an diesen Zuständen geändert. Dies beweist eine Studie, die erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist. Die Kollegen haben es eben schon genannt. Man sagt, das Internet macht die Welt zum Dorf, verbindet alle miteinander. Und nun sind Sie, meine Damen und Herren, von den übrigen Fraktionen hier inzwischen allesamt große Globalisierungsbefürworter. Aber Sie treiben die Globalisierung nur dort voran, wo sie Probleme schafft. Bei der Migration oder bei der globalen Absenkung von Sozialstandards. An der Herausforderung der technologischen Globalisierung durch schnellen Mobilfunk scheitern Sie kläglich. Aber genau diese Globalisierung würde keine Probleme schaffen. Sie würde ganz im Gegenteil sogar Probleme lösen. Zum Beispiel bei dem Problem der schwindenden Attraktivität des ländlichen Raumes. Mieten in den Städten werden immer teurer, sogar zu teuer. Und da denken Sie über die Mietpreisbremse nach. Wir haben es heute gehört. Aber die Landflucht, die Verdichtung in den Städten, das erkennen Sie nicht als Ursache. Unsere Bürger und unsere Familien und unsere Firmen brauchen attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in den ländlichen Regionen. Dann nimmt auch der Zuzugsdruck auf die Städte ab. Dann brauchen wir nicht über die wegen Ihrer falschen Politik notwendigen Mietpreisbremse zu diskutieren. Gerade LTE ist in der Fläche unverzichtbar für solche Lebens- und Arbeitsbedingungen. Deutschland hat LTE, also die 4. Generation der Mobilfunknetze, nur unzulänglich umgesetzt. Und nun steht mit der 5. Generation, also kurz mit 5G, bereits der technologische Nachfolger in den Startlöchern. Ja, und gestern war nun im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur zu hören, dass Deutschland zum Leitmarkt für 5G-Anwendungen werden soll. Endet dann dieser nächste Technologieschritt, dieses nächste große Vorhaben für uns dann auch wieder so, zuerst stark gestartet und dann auf halber Strecke liegen geblieben? Lassen Sie uns bei der 5G-Technologie nicht die alten Fehler wiederholen. Lassen Sie uns stark beginnen und lassen Sie uns aber zur Abwechslung auch mal den Technologiesprung vollständig vollziehen, sodass das Potenzial des neuen Standards auch vollumfänglich ausgeschöpft werden kann und dass keine Nutzergruppen ausgeschlossen werden, egal ob in den urbanen Ballungszentren, in unseren Dörfern oder in unseren Kleinstädten. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Anke Domscheit.